Meine lieben Drachenlinge, willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Age Inquisition. Im letzten Part waren wir unterwegs und zwar, Moment, wie? Ach genau, wir haben hier angefangen, sind dann, wir waren ja hier gewesen, genau bei der Söldnerfestung. Wir hatten ja diese ganzen Scherben und sowas aktiviert von dem Okularum, die haben wir im letzten Part eingesammelt, sowie alle Gegner hier in der Söldnerfestung getötet, unter anderem auch den Hauptmann oder wie der sich nannte, der hier hinten in diesem großen Turm war. Es ging. Hier unten war noch eine Nebenquest, wo wir einen Dämon dann plötzlich aufbespürt haben, den konnten wir auch gut beseitigen. Ja, und jetzt wollen wir heute versuchen, die Karte klar zu machen. Ansonsten wäre noch eine Option, hier oben das zu machen. Könnte man eigentlich auch. Dass man zuerst hier oben das macht. Habt ihr schon die Plünderer? Könnten wir eigentlich auch machen. Machen wir erstmal das. Genau, dann haben wir alles für Meister Denetz fertig. Also zumindest diese Wölfe. Dann haben wir das für Meister Denetz alles ja fertig und ja, er schließt sich an uns an. Und dann gehen wir nach unten. Obwohl, das können wir auch zum Schluss machen jetzt. Kater hier unten, wir müssen ja eh nochmal nach Süden wegen den Rissen. Ja, das wird bestimmt viel sein, also ganz viel sein da unten bei der Karte. Je nachdem, falls da auch irgendwie dunkle Brut oder sowas in der Höhle ist. Holla, die Waldfee, das wird ein großer Spaß. Ne, dann würde ich eher sagen, gehen wir nach oben. Nach Norden. Ab nach Norden machen wir die beiden Quests und dann schauen wir mal. Auf den Weg dorthin Zeug sammeln und dann schauen wir mal. Hier müsste jetzt alles ruhiger sein. Vielleicht ein paar kleine Banditen oder sowas. Magier und Templer sind ja hier nicht mehr vorhanden, die uns angreifen können. Na, nicht da festhängen. Gut, mit einem Pferd wäre man deutlich schneller, aber das hier eh so eng ist, wird es glaube ich mit einem Pferd ganz schwierig. Ich nehme jetzt auch nicht alles mit. So. Ich dachte, das wäre ein Vogel, der piept. Auf einmal ist das hier so eine Spinne, die da so komische Geräusche macht. Okay. In der Richtung. Muss irgendwas sein. Oh.
hier noch, aber. Das ist auch die Höhle von denen. Da konnte man da weiter durch. Nee, da konnte man nicht weiter durch, oder? Festung hat man ja nichts mehr. Das ist ein komisches Embryon. Oh, nix, ja, wow. Man hängt, konnte man auch nicht weiter. Okay. Ging's doch nicht weiter. Wollt ihr mich veräppeln oder was? So machen wir von da. Es gibt nichts zu berichten, die Klappe jetzt. Ging's auch aber ganz und gar nicht weiter. Außer man springt hier ins Wasser und öffnet da hoch. Fliegen. Okay, dann konnte das weiter. Okay. Nichts gesagt. Die Nacht zeigt uns den Weg. Wolfie? Das müssen die Wölfe sein, die wir für Elena töten sollen. Ja. Da ist bestimmt noch mehr. Kannst du mir nicht erzählen, da hat noch ein bisschen. Hallo? Diese Höhle dort könnte der Bau der merkwürdigen Wölfe sein. Dann geh mal vor. Ah, okay. Kann man hochlaufen.
natürlicher Bau. Das ist derjenige, der einfach ist. Die Bauern sollten jetzt sicher sein. Wie schön. Ich bin geradezu überwältigt vor Freude. Sei nicht so sarkastisch. Eingebildeter Schnepfer. Wie schön. Das macht dich vielleicht unsympathischer, Vivian, wenn du so unsympathisch da wirkst. Müsste hier noch einer sein oder nicht? Hier oben nix. Ah, okay, da geht's hoch. Dann lass mal den Deutsch da liegen. Ich habe so einiges über euch gehört, Vivi. Die angemessene Anrede wäre Madame Vivienne, offizielle Magierin des kaiserlichen Hofes. Ja, genau das habe ich gehört. Nicht das mit dem Titel, sondern mit dem hochnäsigen Gehabe. Wie soll ich mich nur je von eurer Ablehnung erholen? Ihr macht es schon wieder. Könnt ihr das überhaupt abstellen? Für euch, meine Liebe? Nein. Aua. Okay. Hier soll ja noch jemand sein. Den suchen wir. Vielleicht da unten. Oh. Tot? Kann sein, dass er tot ist. Mosaikteil. Ein Glück sei hier noch. Kann sein. Elfenwurzel. Oh, nichts wird, dann wird nicht mehr angezeigt. Ja, ich bin hier bei den nördlichen Hügeln. Hier ist nichts. Hier ist er rumgelaufen. Um.
Deutsch da drin, ey. Das müsste doch da sein irgendwo. Weil hier vorne ist, glaube ich, nix. Müsste angeblich ja da sein, der Mann. Aber die Frau. Whatever. Ein Mann namens Hesse. So, um dort Schutz vor den Kämpfen zu suchen, ja. Bestimmt tot oder so, keine Ahnung. Von der anderen Seite war. Kann man nicht hier rein. Ist, dann gehe ich gleich. Ist keine Lust, hier noch mehr rumzulaufen. Oh, da könnte es vielleicht sein, dieser Typ. Eins von den Skeletten. Naja. Alte! Lauf mir schon den Weg. Wir schauen nach oben. Außerdem, wie willst du denn da hochkommen? Naja. Dann ist es wohl nichts da oben mit dem Typ. Zumindest haben wir jetzt die Wölfe platt gemacht und mal schauen. Bescheid sagen. Wollen wir uns ein wenig umsehen, Schätzchen? Kümmert euch um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Die Wölfe sollten jetzt wieder normal sein. Sie werden euch keine Schwierigkeiten mehr machen. Freut mich, das zu hören. Ich werde die Bauern benachrichtigen und meinen Mann wissen lassen, was ihr getan habt. Es mag euch vielleicht unbedeutend. Einen schönen Tag noch. Scheiße, tschüss. Ich habe den Bauern Bescheid gegeben. Danke, dass ihr die Wölfe vertrieben habt. Elena sagt, ihr hättet euch um diese verfluchten Dämonenwölfe gekümmert. Jetzt sollte es für unsere Bauern wieder sicherer sein. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt, Inquisition. Meine gesamte Herde gehört euch. Gemeinsam mit ein paar guten Leuten, die sich um sie kümmern.
Ne? Setz dich mal hin. So. Ihr habt der Inquisition eure Stallburschen und Pferde überlassen. Was ist mit euch? Naja, ihr habt hier ordentlich aufgeräumt. Und ich kann nicht behaupten, es würde mich nicht reizen. Trotzdem fühlt es sich falsch an, mein Land zu verlassen und wieder Stallmeister zu spielen. Vergesst es. Ich kann problemlos einige Gefallen bei einem Chevalier in Val-Royaux einfordern und uns einen orlesianischen Stallmeister beschaffen. Orlesianer? Ihr spinnt wohl. Kein aufgeblasener orlesianischer Fatzke weiß mehr über Pferde als ich. Na schön, Inquisition. Ich kümmere mich selbst um eure Pferde. Keiner soll sagen können, Radcliffe hätte nicht seine besten Leute geschickt. Lasst mich hier nur noch ein paar Dinge klären und mich von meiner Frau verabschieden. Wir sehen uns dann in Haven. Siehst du? Einfach. Ja, einfach. Aber was ist das hier am Blinken? Willst du mich verarschen? Ich bin die ganze Zeit immer herumgelaufen. Ne. So. Packt eure Waffen ein, Mensch. Gut. Wir haben soweit alles, was es damit betrifft. Absicherung gegen Plünderer, keine Ahnung. Wisst ihr was? Wir machen das hier beim nächsten Mal. Ich kann schon mal so weit wieder runtergehen. Dann schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.